Gerade im letzten Jahr sorgte die Finanzierung des Schifferfestes im Stadtgebiet für jede Menge Gesprächsstoff. In diesem Jahr wird das Fest seitens der Stadt mit 12.000 Euro unterstützt, 3.800 Euro weniger als im Vorjahr. Eine Differenz, die im Vergleich zu den Gesamtkosten von 75.000 Euro zwar gering erscheint, aber noch zusätzlich von den Vereinen der Schifferstadt aufgebracht werden müsste. Auf lange Sicht gesehen ist das auch nötig, das Roßlauer Heimat- und Schifferfest auf eigene Beine zu stellen, weil die Zuschüsse der Stadt immer weiter sinken werden. Das heißt, es gibt für dieses Jahr und für das kommende Jahr noch eine Zusicherung für die großen Feste der Stadt. Das betrifft also auch das Leopoldsfest gleichermaßen. Ab 2013 ist alles offen, aber klar ist einfach in der derzeitigen Situation, dass das irgendwo immer weiter abschmelzen wird. Der Grundstein soll am 21. Mai auf der Roßlauer Wasserburg gelegt werden. Dann lädt der Förderverein zusammen mit vielen anderen Vereinen zur Benefizveranstaltung ein. Wir haben ganz viele kreative Menschen in unseren Reihen und wir haben viele Ideen entwickelt. Diese Lücke, die ja dann auch immer größer wird, weil die Gelder werden immer weiter abschmelzen, zu schließen. Und eine dieser Ideen ist, eine Benefizveranstaltung zu organisieren, die von den Roßlauer Vereinen organisiert ist, von den Roßlauer Vereinen für die Menschen hier in Roßlau, für die Familien in Dessau-Roßlau, zugunsten des Heimat- und Schifferfestes. Neben den Eintrittsgeldern, 2 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahren sind frei, kommt auch das aus den Aktionen und Angeboten der Vereine erlöste Geld zu 100% dem Heimat- und Schifferfest zugute. Doch damit nicht genug. Wir haben beim diesjährigen Fest einen Button entwickelt oder für das Fest einen limitierten Button entwickelt, der nummeriert ist, der also einerseits schmückendes Element sein wird für den Festbesucher an und für sich, der aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig ein Los darstellt für einen Hauptpreis, einen Fernseher, ein Flachbildfernseher. Und diesen Button wollen wir dann schon auf der Benefizveranstaltung mit verkaufen. Zusätzlich werden Spendenboxen aufgestellt. Insgesamt werden sich 23 Vereine der Schifferstadt am 21. Mai in der Wasserburg präsentieren, mit dem Ziel, sie, die Bürger der Doppelstadt, dazu zu bewegen, einen weiteren wichtigen Anteil zu ihrem Schifferfest zu leisten. Die Hoffnung ist natürlich erstmal ganz voran. Wenn Sie sehen, dass wir 2 Euro Eintritt nehmen, ist das natürlich, kann man ausrechnen, wie viele Leute kommen müssten, um das dadurch allein stemmen zu können. Machen wir uns nichts vor, das wird nicht funktionieren, ist ganz klar. Wir rechnen damit, dass wir diese Veranstaltung, diese Benefizveranstaltung etablieren werden als jährliche Veranstaltung. Es wird sich rumsprechen sicherlich und von Jahr zu Jahr wird das mit Sicherheit eine doch feste Einnahmequelle werden. Wir haben etliche Dinge daneben noch mit angedacht für die Finanzierung und bezogen auf die Benefizveranstaltung haben wir ganz starke Partner mit im Boot, das spricht nicht nur die Vereine, sondern eben auch im Rahmenprogramm und bei der Abendveranstaltung Personen, die eben doch schon hier in der Region bekannt sind, wie zum Beispiel Silke und Dirk. Oder wir konnten Grit Lichtbau gewinnen, die Veranstaltung zu moderieren und auch so ein bisschen in Richtung Heimat- und Schifferfest die Leute zu sensibilisieren. Ja, also wir hoffen, dass wir auf lange Sicht gesehen das dann refinanzieren können.